Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Breath of the Wild. Für uns geht es heute... Mifas Gebet ist bereit, wenn Danke. Du es brauchst. Ja, vielen, vielen Dank, Mifa. Für uns geht es heute da oben wieder zum Titan, zu Varudania, denn wir haben alle drei Kugeln gesammelt, die wir hier aus diesen wunderschönen Schreinen erlangen können. Und müssen jetzt der Illusion wieder entgegentreten. Nee, nicht Tagebuch öffnen. Ich wollte eigentlich Rudania Danke auswählen und teleportieren. Und das kann nur wieder in einer Katastrophe enden. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird wie in Vamedo. Da hatten wir echt Glück. Das lief gut. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Vieh in Varudania war, ne? Mir graut es nur vor Varuta. Oh. Das Monster ist ja für mich die Hölle. Wobei wir echt zu kämpfen hatten schon im ersten. Müsste... Ach nee, wir mussten da einfach nur nah ranrennen, ne? Okay. Okay, Leute. Macht euch bereit. Ich bin's nicht. Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Rudania deinen Erinnerungen. Will ich nicht. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, nur weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Okay, Link. Jetzt kriegen wir ihn. Du und ich, gemeinsam. Konzentriere dich. Stelle dir eine Blumenwiese vor. Mit Schmetterlingen. Das ist keine Blumenwiese mit Schmetterlingen. Okay. Wir haben auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Wir haben einen Schlechterwächter. Dieses ist ein Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderungen bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Die ist sehr fies, ne? Hi! Anons Feuerfluch. Okay, wir gucken einmal. Wir haben den Bergspalter. Wir haben Speichern. Wir haben einen Ritterbogen und 5 Eispfeile nur. Das ist ja frech. Kein Schild. Die Feuerausrüstung auf Level 3. Haben wir die nie selber ausgerüstet oder ist das halt so, ja, du kriegst halt nur Level 3. Ich meine, bei den anderen Sachen hätten wir Level 8 wenigstens gehabt. Nicht das. Ich wollte gucken, was ich zu essen habe. Nix hier. Ein Steak, ein Pilz und ein Apfel. Wow. Na, damit werden wir weit kommen, ihr Lieben. Autsch! Kleiner Pieser. Bringt es was dir. Wo bist du? Da. Mehr als ich dachte. Bringt es dir die Dinger entgegen zu bremsen? Nicht wirklich. Doch, du bist gelähmt, betäubt, wie auch immer. Warte jetzt. Nein, lauf doch nicht weg. Nein, oh, ich finde dich jetzt schon kacke. Oh, wieso denn Großschwertwaffen? Die Hälfte haben wir fast.
Aber unsere Hälfte hat er halt auch fast. Okay, okay, erste Phase haben wir schon mal down. Jetzt kann es nur schlimmer werden. Hi. Ja. Okay, okay, okay. Jetzt ist die Frage. Kriegen wir da seinen Feuerpanzer mit Eispfeilen durchbrochen? Nein. Das sieht nicht gut aus. Willst du eine Bombe? Ja. Ach, hör doch auf, Link. Und so viel wie geht. Okay, mehr geht nicht. Wo ist er? Nee, mach mal nicht. Oh, wir dürfen fliegen. Ich will mich ja nicht zu früh freuen, ne? Aber sieht bisher gut aus. Nein! Wo ist er? Da. Gut, dass wir hier hinterstanden. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist nicht gut. Ja, komm. Können wir verstecken? Oh. Nein! Genau. Bring dich selber um, Link. Bring dich einfach selber um. Ich sag ja, ich habe mich zu früh gefreut. Bin aber auch dämlich! Schien aber auch nicht, ne? Wo ist meine Bombe? Weiß es nicht. Irgendwo da. So, jetzt aber, komm! Danke, Mifa. Ich beschütze dich. Danke. Wir haben ihn. Wir sind 8 Minuten in der Folge. Und wir haben es schon geschafft. Entweder werde ich besser in dem Spiel oder die Gegner werden leichter. Ich weiß es ja nicht. Okay, das war jetzt, bis auf dass wir an sich einmal gestorben sind, gar nicht so schwer. Ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt zwischenzeitlich. Aber machbar. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen jetzt Videos. Hi. Sing uns das Lied. Sieh an. Selbst wenn unsere Ziele andere sind, gehen wir den gleichen Weg. Obwohl ich natürlich lieber fliege, als zu gehen. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Goronnen Daruk gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Varudania verbringen, der von Daruk gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Daruk, einen der Recken aus vergangener Zeit.
höret die Geschichte desjenigen, der Rudanias Lenker ward, bevor er folgte des Recken Pfad. Ein tapferer Goronne, Daruk genannt, traf die Prinzessin im bergigen Land, so wie ich ihn nun berichte. Na klar bin ich dabei, Ehrensache. Ihr habt den furchtlosen Daruk vor euch. Wenn Hyrule in Gefahr ist, kämpfe ich mit, das ist doch überhaupt keine Frage. Ich danke dir, Daruk. Keine Ahnung, ob dieser Kanon damit zu tun hat. Aber in letzter Zeit gibt's hier immer mehr Monster. Und immer frecher werden die. Was ist mit euch? Außerhalb des Schlosses ist es gefährlich. Ich hoffe, ihr habt ausreichend Wachen dabei. Keine Sorge. Mein Vater lässt gerade einen neuen Leibwächter für mich suchen. Einer der Kandidaten soll der stärkste Schwertkämpfer des ganzen Reiches sein. Oho. Sag bloß, das ist dieser. Was ist das? Schon wieder welche von diesen Wadenbeißern. Sie greifen irgendwen an. Prinzessin, ich erledige das mal kurz. Aber ich verstehe euch ja. Mit dem mächtigen Daru kann es kein Monster aufnehmen. Oh. Komm her. Wir wollten die Monster ans Leder, du armes Kerlchen. Ist ja gut. Er ist unverletzt. Hä? Mann, das ist mir ganz schön peinlich. Als kleiner Kiesel hat mich mal ein Hund angefallen. Ein Mordschrecken hat er mir damals eingejagt. Seitdem drehe ich durch, wenn ich die Viecher sehe. Sogar der mächtige Daruk hat eine Schwachstelle. Na sowas. Sagt mal, Prinzessin. Ja? Diese Verheerung Ganon. Das ist doch nicht etwa ein riesiger Hund, oder? Ich nehme an, dass selbst Recken nicht völlig furchtlos waren. Wie findest du die Ballade von Daruk? Ich wollte zeigen, dass Daruk mehr war als ein Recke. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Mir ist noch nicht alles klar, aber ich verstehe immer mehr, wie die fehlenden Verse aussehen sollten. Du haust mich immer wieder vom Hocker. Daruks Schirm ist jetzt noch eine Nummer stärker geworden. Kannst du Ganon was von mir ausrichten, wenn du ihn siehst? Auf nimmer Wiedersehen, Schweinebacke. Yeah, Daruks Schirm plus. Die lädt sich jetzt auch schneller auf. Sehr schön. Damit haben wir die Ballade von Daruk geschafft. Und ich fand es sehr amüsant zu sehen, dass Daruk vor so einem kleinen Fifi Angst hatte, ne? Das war schon süß. Was ich aber nicht ganz verstehe, wie hat der Hund das da in der Hitze ausgehalten? Ich meine, Prinzessin und die Wachen, die werden wahrscheinlich irgendwie eine Hitzemedizin genommen haben. Aber der kleine Hund? In den Temperaturen hier? Wie hat der hat doch bestimmt keine Hitzemedizin geschluckt. Armes kleines Kerlchen, ey. Und dann wird er noch angegriffen von so Idioten. Gut,
Ja, damit haben wir den dritten Titan erneut bezwungen, mehr oder weniger. Heißt für uns, es geht jetzt nur noch darüber, zu dem Kollegen, zu Varuta. Dann gucken wir doch mal schnell in unsere Aufgaben, die sich hier befinden. Dankeschön, Spiel. Und zwar Ballade der Recken, Schrein des Lebens. Wir müssen nur noch an einen Ort gelangen. Hauptziele abgeschlossen. 17 von 20. Okay, kommt dann da noch was? Kommt anscheinend noch was, ne? Gucken wir doch mal auf die Karte. Wo das Spiel möchte, dass wir hingehen. Hier, oben auf den Berg. Ich überlege gerade, dann würde es am meisten Sinn machen, von hier zu starten. Kommt man da den Wasserfall hoch? Ich glaube schon, oder? Wir gehen einfach mal hier ins Dorf, ziehen uns um und versuchen dann über einen möglichen, hoffentlichen Wasserfall nach oben zu gelangen. In den See, in dem wir damals Varuta besiegt haben. Ich gehe mal davon aus, dass die Prüfungen dann auch wieder sein werden. Vielleicht Schwimme durch Ringe, indem wir Wasserfälle hoch müssen. Dann wieder irgendein Viech umbringen. Und? Keine Ahnung. Ich wüsste es nicht, was wir sonst machen müssten. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns einmal umziehen. Und zwar in die wunderschöne aquatische Ausrüstung. Und zwar die Jacke. Hier, guck mal, die Sachen hätten wir auf 5 gehabt. Wir haben die ja jetzt auf 3 angezogen bekommen. Was ich sehr frech fand. Ne? So. Okay. Damit haben wir das einmal alles an. Und sind ready. Na? Mein Freund? Link! Unser Senat hat es dir wirklich nicht einfach gemacht. Und dennoch hast du uns alle gerettet. Du Prachtstück von einem Hylianer. Ich möchte dir von Herzen danken. Trotz des bescheidenen Wetters, das uns heimgesucht hat, hast du deine Reise für uns unterbrochen. Und hier hast du nicht nur Ruta mit Hilfe von Elektrofeilen zur Raison gebracht, sondern auch das schreckliche Unrecht gerecht, das meiner Schwester Mipha widerfahren ist. Link, ich bin dir so wahnsinnig dankbar, besonders dafür, dass du dir von mir die ganze Arbeit hast aufdrücken lassen. Ohne dich wäre das Dorf der Sora verloren gewesen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, in unser Dorf zu kommen. Ich schwöre, ab heute werden wir dir zu Diensten stehen, wann immer du unsere Hilfe benötigst. Du bist wirklich spitze, Link. Du bist mein absoluter Lieblings-Hylianer und der beste Freund, den ich mir je hätte wünschen können. Danke, dann hilf mir doch bitte. Ich muss nämlich nochmal zu Ruta. Dachte, vielleicht erzählt er mal was anderes oder so. Nee. Wartet mal, lass uns mal auf die Karte gucken. Genau, ich wollte gucken, ob wir hier hoch können. Das sieht aber nicht aus, als wäre da ein Wasserfall zum Hochschwimmen, sondern... Ist das nur die Staumauer? Auf der Seite hätten wir aber einen Wasserfall, der uns zumindest hier hinbringt. Und dann könnten wir vielleicht mit dem Aufwind höher kommen. Ui. Wo ist denn der Wasserfall? Da, ich sehe ihn. Oder? Nee. Ach, das ist der, der hier weiter runterführt. Nee, das ist ja Quatsch.
Wir müssen ja hier hoch. Der geht hier ja runter. Ich dachte, es würde von hier nochmal höher gehen. Aber ich guck mal, ob wir von da hinten höher kommen. Durch den Aufwind. Lauf! Ob das könnte klappen, ne? Wenn wir da vorne an die Spitze laufen und dann den Aufwind nach oben benutzen. Nicht so viel. Oh, hallo! Was nehmen wir denn? Er ist direkt kaputt gegangen. Ich war das nicht. Nee, deine komische Keule, da will ich nicht haben. Auch wenn die shiny Glitcher funkel funkel macht. Ja. Alles gut, Vögelchen. Oh, da steht noch einer. Aber wisst ihr was? Dem weichen wir jetzt aus, indem wir hier hochklettern. Ahaha. So ein gerissener Typ. Dieser Link. Okay. Kommen wir heute noch da an, wo ich hin will? Ist jetzt die große Frage, ne? Ich würde das gerne noch schaffen, bis dahin zu laufen. Beziehungsweise kurz davor vielleicht. Wenn wir in der nächsten Folge direkt damit starten können. Sieht doch schon gar nicht schlecht aus hier, wo wir uns bewegen. Vielleicht entdecken wir auch noch ein paar Kleinigkeiten. Da ist zumindest das der See. Da ist die Plattform, von der wir gestartet sind. Der östliche Stausee. Ja. Wo ist denn der Ort? Hallo? Irgendwo da drüben. Weil diese Körper versuchen, ne? Ja, komm, hoch da. Aber wir sind fast da. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich höre ihn schon. Ach, ich liebe diese Melodie. Hallo? So, da sind wir. Da ist das Gebilde. Okay. Damit werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Da aktivieren wir das Ganze, schauen uns die drei Orte an die uns dieses Gebilde schickt und werden uns dann wieder nach und nach den Aufgaben stellen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!